Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 44 und zwar für die Handelstage vom 29.10. bis 2.11.2018. An dieser Stelle wollen wir wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold schauen, auf das Big Picture. Was könnte hier in der kommenden Woche wichtig sein an wichtigen Widerständen und Unterstützungen und natürlich auch, was könnte hier gegebenenfalls an Kerntendenzen auftreten. Somit hier der Blick, wie gesagt, am Wochenende ja immer auf das Big Picture. Bevor wir starten, ganz einen Moment, switche ich noch um. Natürlich hier der Hinweis, wie immer, schaut unter dem Video, da sind die entsprechenden Märkte aufgelistet und entsprechend hinter den Märkten dann auch eine Uhrzeit bzw. eine Zeitangabe. Wenn ihr zum Beispiel dann eben nur die S&P-Analyse oder Euro-US-Dollar-Analyse oder gar Gold-Analyse euch anschauen wollt, anhören wollt, dann könnt ihr hinter diesem Markt entsprechend auf die Zeitangabe klicken und ihr kommt entsprechend dann im Video direkt zu der Analyse des jeweiligen Marktes. Und wir würden uns natürlich freuen, beziehungsweise an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich diesem Video hier einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefällt oder eben natürlich auch Kommentare darunter abgebt, eben auch Trade-Ideen, vielleicht auch wenn ihr eben meiner Analyse hier widerspricht, andere Gedanken habt, dann werde ich das natürlich dann auch in den entsprechenden Livestreams in der kommenden Woche mit aufnehmen. Wir werden das analysieren, also tut euch keinen Zwang an und wir würden uns freuen, wenn hier entsprechend natürlich fleißig gepostet wird und natürlich dem Video einen Daumen hoch gegeben wird an dieser Stelle. Bevor wir allerdings starten, denn wie gewohnt dann auch der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, an Gedanken formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Auch noch ein wichtiger Punkt aktuell, die Kryptowährungen sind aktuell bei JFD Brokers lediglich hier mit dem Spread behaftet, ohne Gebühren. Also ihr könnt hier wirklich mit einem geringen Spread entsprechend die Kryptowährungen handeln. Schaut euch das mal an, entsprechend in den MetaTrader und hier auch in den entsprechenden AGBs auf jfdbrokers.com. Also hier habt ihr eine enorme Chance, eben ohne Gebühren die Kryptowährungen zu handeln. Wir schauen, bevor wir auf den DAX schauen und damit starten, natürlich auf die Wirtschaftskennzahlen der kommenden Handelswoche. Und hier fällt auf, dass wichtige Zahlen aus den USA speziell hier eben nicht um 14.30 Uhr rauskommen, sondern um 13.30 Uhr. Also am Montag hier der Kerndeflator, Kernausgaben für persönlichen Konsum oder dann eben auch am Freitag die Non-Farm Payrolls, 13.30 Uhr wie sonst um 14.30 Uhr. Es liegt schlussendlich daran, dass wir ja hier in Europa jetzt am Wochenende schon die Zeitumstellung haben. Uns wird ja eine Stunde geschenkt, also wir stellen die Zeit zurück in USA. In den USA wird allerdings erst kommende Woche, am kommenden Wochenende die Zeit umgestellt, bedeutet schlussendlich, dass wichtige Wirtschaftskennzahlen dann eben auch eine Stunde entsprechend eher rauskommen und viel wichtiger noch, dass die US-Eröffnung nicht um 15.30 Uhr stattfindet, sondern schon um 14.30 Uhr. Das werden wir natürlich in den entsprechenden Livestreams berücksichtigen, sollte man natürlich aber auch dann im Trading berücksichtigen und sich nicht wundern, wenn man um 15.30 Uhr dann auf den S&P oder eben auch Dow Jones etc. schaut, dass hier auf einmal schon Bewegung da ist, Volatilität da ist, Volumen da ist, ja, schlussendlich findet die die Eröffnung dann eine Stunde eher statt. Wir schauen nochmal kurz auf die Wirtschaftskennzahlen. Es kommen nicht so wichtige Dinge hier raus. Zumindest meiner Meinung nach sollten die in der kommenden Woche rauskommenden Wirtschaftskennzahlen nicht nennenswerten Einfluss auf die Märkte haben, beziehungsweise eben nicht direkt zu starken Volatilitätsansprüngen eben, oder dafür sorgen, dass starke Volatilitätsansprünge kommen. Denn in der Vergangenheit sind gerade die Non-Farm Payrolls, die eigentlich grundlegend sehr, sehr wichtig sind. Auch in den vergangenen Monaten ist kaum Reaktion auf die Non-Farm Payrolls gekommen. Nichtsdestotrotz sollte man um 13.30 Uhr am Freitag definitiv aufpassen. Auch am Montag hier die Kernausgaben um 13.30 Uhr immer mal so ein bisschen vorsichtiger sein. EU am Dienstag, Bruttoinlandsprodukt ist, denke ich, hier um 11 Uhr nicht kriegsentscheidend. Ein bisschen wichtiger ist es dann hier für den britischen Pfund, weniger eigentlich für einen Euro, US-Dollar. Bank of England, Zinsentscheidung, das ist natürlich sehr, sehr wichtig gerade. Britischer Pfund, Brexit ist ja gerade so ein Thema, also da sind die Märkte schon auch ein wenig angespannt und könnte natürlich dann schlussendlich auch zu den Währungen oder für die Währungen etwas Bewegung bedeuten. Sonst ist hier meiner Meinung nach nicht so viel wichtig, am Mittwoch nochmal um 11
Uhr Verbraucherpreisindex EU. Aber wie gesagt, grundsätzlich sollte hier nicht so viel Bewegung aufkommen. Okay, also wir starten mit dem DAX. Ich habe heute wirklich mal immer das große Bild offen. Im DAX hatten wir das in der letzten Trading-Wochenanalyse ja auch schon betrachtet. Wir haben, und das hat sich auch bewahrheitet, schon ein wenig Gefahr, Schrägstrich Chance auf der Unterseite, dass weiterhin diese Volatilität, die etwas stärkeren Bewegungen, der Druck auf der Unterseite auch weiterhin Bestand haben könnte. Denn wir hatten in der Vergangenheit hier bis in den Bereich in etwa 10.800 sehr, sehr starke Momentumbewegung. Das war hier Ende 2016, ist der Markt sehr stark aus diesem Ausbruchsniveau in etwa 10.780/10.800 mit einer volatilen Bewegung gen Norden gegangen. In diesem Bereich befinden wir uns aktuell. Ich kreise das hier mal ein, und es ist nicht selten so, dass eben solch starke Momentumbewegungen auch in der Zukunft, also da, wo wir uns jetzt befinden, dann eben auch weiter Bestand haben, dass es relativ schnell gehen kann und schlussendlich dann in den Bereich hier 10.780. Also das ist übergeordnet ein realistisches zu erreichendes Ziel, und bei den aktuellen Volatilitäten, wir haben in der vergangenen Handelswoche knapp oberhalb von 11.000 hier in der CFD-Indikation die Bremse gefunden, den Wochentiefpunkt im Prinzip markiert, und in dem Bereich 10.800 sind es jetzt von den Tiefs ja schlussendlich nur in etwa 250 Punkte, und das kann natürlich schnell gehen, und bei den aktuellen Wochenvolatilitäten ist das hier durchaus realistisch erreichbar, aber in diesem Bereich. Ja, weil hier eben doch ein relativ starkes, ich kreise das oder markiere das auch nochmal, wir sehen das hier 2016, da ist enorm Widerstand gewesen, quasi aus Mitte des Jahres 2016 bis zum Ende des Jahres kam ja erst der Break. Also hier in etwa ein gutes halbes Jahr ist der Markt immer wieder an diesem 10.780er, 10.800er Bereich gescheitert, immer wieder auf der Unterseite, bis er dann schlussendlich nach oben mal durchbrach. Und ich denke, dass dieses Niveau rein aus der Vergangenheit auch wirklich stärkere Unterstützung bieten sollte, was dann dazu führen kann, und das wäre auch so ein Kerngedanke übergeordnet, der für die kommende Woche natürlich dann wichtig ist. Wir brechen das auch gleich nochmal auf kleinere Zeiteinheiten runter, aber dieser Bereich, um das auch nochmal zu begründen, warum ist das dann so, sollte hier eben auf jeden Fall für etwas Erholung sorgen, und das kann dann auch bedeuten, wenn wir den Bereich anlaufen, dass wir dann eben auch mal vielleicht den einen oder anderen Tag, wie wir es diese Handelswoche teilweise auch gemacht haben, dass wir vielleicht dann auch mal den einen oder anderen Handelstag trotz des generellen Abwärtstrendes, übergeordneten Abwärtstrendes, dass wir dann auch mal hier Chancen auf der Aufwärtsseite bekommen. Das werden wir uns aber dann entsprechend natürlich in den täglichen Livestreams anschauen. Grundsätzlich weiterhin auch hier Ende 2015, Anfang 2016, war hier dieser Bereich eben relativ schnell abgearbeitet. Auch davor, die Male war einfach dieser Bereich teilweise mit sehr, sehr großen Sprüngen eben behaftet. Und somit ist es jetzt aktuell auch denkbar, dass hier die Unterseite mit etwas größeren Sprüngen weiterhin, ja, abgearbeitet werden kann. Und das schauen wir uns ja auf dem kleineren Bild jetzt an. Wir sind jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Man sieht es nicht so genau, aber ich habe für diese Trading-Wochenanalyse mal so für mich die richtungsentscheidenden Bereiche blau markiert. Man sieht das jetzt hier nicht ganz so eindeutig, aber es ist für mich übergeordnet. Bedeutet nicht, dass ich jetzt hier im Tageschart nur shorten werde unter 11.420. Wie gesagt, es kann auch sein, wenn wir ein Stück weit tiefer mal rutschen, dass wir dann auch die Long-Seite gegebenenfalls mal handeln. Aber übergeordnet, da wir ja grundsätzlich, kleines Stückchen gebe ich dem Chart hier nochmal, dass wir grundsätzlich ja abwärts tendierend sind, und das eigentlich auch sehr, sehr sauber. Wir hatten eine Abwärtsbewegung, wir hatten eine Aufwärtsbewegung, eine Abwärtsbewegung, eine Aufwärtsbewegung, und wir sind jetzt hier aktuell in einer Abwärtsbewegung, die sich, wie gesagt, grundsätzlich auf der Abwärtsseite ohne Probleme erstmal auch weiter fortsetzen kann. Und unterhalb von 420 übergeordnet sollte auch dieses abwärts drückende Chartbild, das ist im Prinzip der Bereich der letzten Tiefs, das hatten wir in der vergangenen Woche dann auch schon mal angesprochen, dass der Bereich schon sehr, sehr wichtig ist. Also alles, was hier darunter stattfindet, ist weiterhin ganz sauber übergeordnet im Abwärtstrend. Heißt, so wie wir es jetzt auch in der vergangenen Handelswoche gesehen haben, dass selbst leichte Erholungstage natürlich weiterhin eben von Abwärtstagen gefolgt werden können. Also wenn hier leichte Erholungen stattfinden, dass ich weiterhin im Hinterkopf habe, okay,
aber vorsichtig, nicht zu aggressiv kaufen, nicht irgendwie Trades zu lange laufen lassen, denn es ist schnell denkbar, dass wir wieder auf der Abwärtsseite wegbrechen, oft ja dann auch eben teilweise mit der US-Eröffnung, dass dann eben nochmal Bewegung auf der Abwärtsseite aufkommt und somit würde ich hier nach wie vor nach leichten Erholungstendenzen immer wieder auf der Abwärtsseite eben schauen, dass ich Chancen bekomme. Zum einen natürlich das Wochentief der vergangenen Handelswoche, immer ein realistischer Zielbereich. Ein kleiner nächster Unterstützungsbereich ist dieser 11.000er Bereich, doch er ist in der Vergangenheit, er ist zwar psychologisch ein wichtiger Punkt. Ja, und man sagt, so glatte Marken, so 11, 12, 13.000, 10.000, das sind so Marken, die so ganz markant in den Köpfen der Händler stecken. Aber man muss sagen, die 11.000 waren in der Vergangenheit nicht ganz so wichtig und somit kann es auch durchaus sein, wenn hier wieder ein Tag auf der Abwärtsseite kommt, der stark pusht, wie wir es in den letzten Wochen hatten, dass dann auch relativ zügig diese 11.000 genommen wird, vielleicht eine kleine Mini-Korrektur stattfindet, aber es ist durchaus denkbar, dass es dann relativ zügig auch weiter gen Süden geht und wie gesagt, übergeordnet 10.780 ist hier so das nächste markante Unterstützungsniveau und aus diesem Bereich hatten wir uns ja gerade angeschaut, ist es dann denkbar, dass wir Erholungen sehen, vielleicht dann an die vergangenen Wochentiefs ran oder vielleicht sogar grundsätzlich etwas weiter. Das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, aber der Gedanke, dass ich dann da eben mal auf der Aufwärtsseite vielleicht mir das ein oder andere Setup suche, ist auf jeden Fall da und darum machen wir diese Big-Picture-Analyse, um eben diese Punkte auch für die kommende Handelswoche festzumachen. Und wie gesagt, 420 auf der Oberseite ist erstmal aus aktueller Sicht, wir sind ja jetzt hier im Bereich in etwa 250, das ist so der richtungsentscheidende Bereich und wenn wir grundsätzlich darüber laufen, dann ist es auch möglich, dass wir vielleicht etwas stärkere Erholungsphasen mal sehen. Wir werden uns das ja gleich im S&P anschauen. Auch dort brechen wir das Bild von ganz oben runter, denn der ist aktuell auch in einem sehr, sehr extrem wichtigen Bereich. Und zwar in dem Bereich, wo wir uns eben Ende 2017, Anfang 2018 befunden haben. Und schlussendlich ist es der entscheidende Bereich im S&P und wir sind aktuell ganz knapp darunter, ob das Jahr, ja, positiv oder negativ endet. Also wir sind gerade in dem Jahreseröffnungskurs und Vorjahresschlusskursbereich, also ein sehr, sehr markanter, wichtiger Bereich und da müssen wir natürlich dann auch schauen, wie entscheidet sich der S&P und wenn der mal wieder so ein bisschen, nur so minimal ins Plus läuft, führt das natürlich dann dazu, dass dann gegebenenfalls auch der DAX mal in so eine leichte Erholungswoche oder vielleicht auch zwei Erholungswochen geht und da könnten die ersten Indikatoren oberhalb von 420 hier auch im DAX dafür sprechen und das würde bedeuten, dass ich dann auch oberhalb mal so ein bisschen vorsichtiger auf der Aufwärtsseite dann auch mir Setups suche, nur an markanten Punkten dann vielleicht auch nochmal einen Short-Versuch wage, aber hier oben werden wir höchstwahrscheinlich dann etwas mehr auf der Aufwärtsseite schauen und dann ist das nächste markante Ziel hier die 11.840 und das seht ihr hier in diesem eingezeichneten Abwärtstrend, das ist dann hier das letzte Hoch, der letzte Hochbereich und hier sollte sich dann eben die Kernrichtung entscheiden, aber ich denke, aufgrund der aktuellen Wochenvolatilitäten ist durchaus 10,87 durchaus interessant, vielleicht sogar nochmal dann ein Stück tiefer, je nachdem wie die Erholung stattfindet und auf der Oberseite sollten wir uns relativ schnell nicht für die Abwärtsseite entscheiden, sondern für die Oberseite ist es hier denkbar, dass wir 11,675 bzw. 11,840 auf der Oberseite erreichen. Das wäre so für den DAX so mein grober Plan für die kommende Handelswoche, nachdem ich persönlich dann auch meine Trades ausrichte und nachdem ich dann grundsätzlich auch handle. Wir starten mal mit dem Blick auf den S&P hier im Wochenchart. Also wirklich für uns als Daytrader eigentlich ein Blick, den man ja nur selten wagt, weil er einfach hier nur einen ganz, ganz, ganz groben Blick auf den Markt richtet. Aber ich weiß und ich habe auch schon Kommentare jetzt wieder gelesen und auch sind Trader an mich herangetreten und haben gefragt, ja, wie weit kann denn der S&P nun noch fallen? Wir sind schlussendlich in den letzten 4 Wochen aus den Jahreshochsbereichs um die Marke 2950, 300 Punkte in etwa gefallen. Also wirklich eine markante Abwärtsbewegung. Wir sehen es hier oben, die stattgefunden hat. Und dann stellt man sich eben natürlich immer die Frage, oh Gott, wie weit kann das noch gehen? Ist das jetzt ein Crash? Oder was ist das, was da aktuell stattfindet? Und somit hier mal kurz der Blick auf den Wochenchart, um das große Bild mal einzufangen. Schaut mal, wir sind hier anfänglich Anfang 2011.
Wir hatten ganz, ganz lange über mehrere Jahre eine Aufwärtstendenz, liegen hier Anfang 2015, wo der Markt dann angefangen hat, mal etwas zu konsolidieren mit volatilen Bewegungen und sind schlussendlich in etwa von Anfang 2016 bis Anfang 2018 erneut in einer sehr sauberen Aufwärtsbewegung unterwegs gewesen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass natürlich auch früher oder später immer mal Korrekturen stattfinden. Es geht einfach schlussendlich nicht anders. Ein Markt läuft in einem Zickzackmuster und somit ist natürlich so eine Konsolidierung, wie sie jetzt stattfindet, nichts Außergewöhnliches. Und wir haben im S&P, wir sind im DAX ja schon weit unter den Jahrestiefs, also der ist schon sauber im Minus. Die Jahrestiefs vom S&P liegen hier unten. Das ist so in etwa der 2500er Bereich. Das ist noch ein ganzes Stück weg aus den aktuellen Kursbereichen. Und das ist natürlich zum einen durchaus realistisch, dass wir hier noch hinlaufen, ja, und erst dann werden übergeordnete Händler, ja, weil das wirklich ein markanter Tiefpunkt im Chart ist, dann werden eben auch diverse Short Orders hier noch ausgelöst werden und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dann eigentlich die Bewegung sich sogar noch mal etwas stärker nach unten bewegt. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Blick und jetzt hier der Pfeil in Richtung 2300, das ist natürlich eine Bewegung, die nicht irgendwie kommende Woche Montag stattfindet, sondern eben wirklich etwas länger dauern kann. Das kann noch bis Anfang nächsten Jahres laufen, wenn es überhaupt auf der Abwärtsseite weitergeht, aber wir wissen es ja alle nicht und die Frage, die sehr, sehr oft an mich herangetreten wird, ja, was denkst du, wo der Markt hingeht? Dann muss ich immer sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich versuche nur, mir realistische Bereiche rauszusuchen. Das machen wir natürlich jetzt auch. Wir gehen auf den Tages- und auf den 4-Stunden-Chart. Aber grundsätzlich sind weitere Abgaben ohne Probleme denkbar. Wir haben Momentum auf der Abwärtsseite. Wir haben zwar kleinere Unterstützungsniveaus, aber wir sind jetzt aktuell in dem entscheidenden Bereich, Plus oder Jahresminus, also Jahreseröffnungsbereich hier in diesem Bereich, das ist so in etwa die Marke und mal schauen, wie der Markt sich verhält und es kann natürlich erholender Natur laufen und es kann natürlich auch weiter und teilweise sogar mit Volatilität auf der Abwärtsseite gehen und dafür gehen wir jetzt mal auf den Tageschart. Gucken uns das hier nochmal ganz kurz an. Ja, also die Bereiche der Jahrestiefs liegen hier, wie gesagt, 2500, 2550 sind so die Unterstützungsniveaus. Und da kann es natürlich ohne Probleme hingehen. Markante Unterstützungen rein aus der Vergangenheit kommen auf der Südseite eigentlich erst im 2480er Bereich, dann unterhalb der Jahrestiefs als nächstes. Und da kann es natürlich hingehen. Und ich habe auch hier im S&P, ihr seht das jetzt hier schon eingezeichnet, wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart, für die kommende Woche so für mich persönlich den richtungsentscheidenden Bereich mal so rausgesucht. Also die Marke 2720. Solange wir darunter bleiben, sollte es durchaus realistisch sein, dass wir immer wieder Druck auf der Abwärtsseite aufbekommen, dass wir neue Bewegungstiefs ausbauen. Ich habe hier die Unterstützungen drin, die aus der Vergangenheit als nächstes kommen. 2616, 2596, also knapp unter 2600 und dann 2560. Das ist eben auch der wichtige Bereich aus der Vergangenheit. Und da kann es natürlich, wenn wir uns diese Wochenschwankungen anschauen, die im S&P auch aktuell sehr, sehr stark sind. Schaut euch das an. Das ist hier der Start der vergangenen Handelswoche und diese Bewegung hat der Markt zwischenzeitlich im Maximum auf der Abwärtsseite abgespielt. Wir hatten die Woche davor oder die vorletzte Handelswoche auch sehr, sehr starke Abgaben auf der Abwärtsseite. Und es ist nicht selten so, dass dieser Druck auf der Abwärtsseite in einem gewissen Maße weiterhin Bestand hat. Auch wenn sich der Markt vielleicht da unten etwas fängt und die neuen Bewegungstiefs gar nicht mehr so massiv ausbaut. Aber es ist nicht selten so, dass auf jeden Fall nicht von heute auf morgen auf einmal so eine Horde an Käufern zurückkommt und der Markt in einem Raketenstart hier jetzt eben nach oben läuft, ohne zurückzugucken. Das ist sehr, sehr selten der Fall. Es ist so eine klassische V-Formation. Das kann mal vorkommen, aber es ist nicht so oft der Fall. Somit würde ich hier erstmal den Bereich 2720 als richtungsentscheidend für die Woche ansehen. Immer wieder leichte Erholungen, die durchaus auch mal einen kompletten Handelstag stattfinden können, eben ganz gerne dafür genutzt werden, um auf der Unterseite dann wieder zu pushen. Ja, und eben neue Bewegungstief denkbar sind. Und somit wird auch in der kommenden Handelswoche von meiner Seite immer erstmal darauf geschaut werden, US-Eröffnung, wo sind wichtige Widerstände, wo könnte man eventuell auf der Abwärtsseite hier eben Trades absetzen, das unterhalb von 2720. Wenn der Markt darüber pusht, wird es auch ähnlich wie im DAX natürlich
etwas ja, haariger. Wir haben ja jetzt hier diese erste Abgabe, Erholung, zweite Abgabe. Und wenn wir diesen 27er-Bereich nach oben durchschreiten, eigentlich hätten die Pfeile jetzt grün sein, rot sein müssen, wenn wir jetzt hier doch wieder dann eben die Erholung finden und eben hier vielleicht natürlich immer mal wieder Reaktionen an den entsprechenden Widerständen stattfinden, dann auch 720 könnte nochmal eben eine Reaktion stattfinden. Aber wenn ich merke, okay, die Reaktionen, die sind grundsätzlich nicht so hoch, wir bauen keine neuen Bewegungstiefs aus, die Reaktionen sind zwar da, aber werden relativ schnell immer wieder gekauft, dann wird es oberhalb von 2720 dann auch interessant auf der Aufwärtsseite, dass eine Erholung etwas länger oder etwas ausgeprägter stattfinden kann und auch hier dann gegebenenfalls, und wie gesagt, erinnert euch dran, wir sind hier unten aktuell in diesem Jahresschlusskurs 2017, Jahreseröffnungskurs 2018. Hier entscheidet sich grundsätzlich die Jahresperformance des S&P. Also wenn der Markt eben es schafft, wieder Stärke zu finden, raufzugehen, dann ist die Jahresperformance natürlich mit Blick auf den Schlusskurs dann eben Ende Dezember, das ist natürlich auch noch ein Stück hin, aber dann ist die grundsätzliche Jahresperformance des S&P ist positiv und darunter wäre sie negativ. Also hier kämpfen schon so einige darum, eben ja, hier den Markt ins Positive oder ins Negative zu drücken. Und somit ist jetzt erstmal oberhalb von 2720 mein Kernfokus gegebenenfalls etwas mehr auf der Long-Seite und hier könnte es durchaus sein, dass sich der Markt dann auch entsprechend wieder etwas nach oben bewegt. Vorwochen Schlusskursbereich ist 2760 in etwa, der kann angelaufen werden, also diese komplette Handelswoche, die wir abwärts gesehen haben, kann natürlich wieder zurückerobert werden und auch die vorletzten Handelswochen Hochs hier im Bereich um die Marke, naja, knapp oberhalb von 2810, so, die können natürlich auch angelaufen werden. Das ist zwar sportlich auf der Aufwärtsseite und gegebenenfalls nicht in der kompletten Ausprägung in der kommenden Woche möglich, aber auf jeden Fall oberhalb von 2720 sind so Long-Tendenzen nicht auszuschließen. Gehen wir auf den Euro-US-Dollar, der ebenfalls laut Analyse der vergangenen Handelswoche sehr, sehr sauber verlaufen ist. Ich hatte ja hier darauf hingewiesen, dass der Bereich 1,1530, rote Linie, schon seit langem rote, sehr, sehr wichtige Linie, dass diese für mich persönlich richtungsentscheidend ist. Als erstes Ziel 1,1430, zweites Ziel 1,1330. Beide Ziele wurden wunderbar angelaufen, immer wieder kamen Erholungen in dem Bereich, dann ging es weiter nach unten und man konnte ja fast jeden Tag Abwärts-Setups formulieren. Ich hatte das auch zweimal sogar im Devisenradar vergangene Handelswoche angesprochen, habe Setups auf der Abwärtsseite formuliert, die in Bravour aufgegangen sind und das war eigentlich auch grundlegend Basis, denn hier der Trading-Wochenanalyse dann die Abwärtsseite aufzunehmen. Und das ist jetzt auch in der kommenden Handelswoche weiterhin aktiv, die Abwärtsseite. 13,30 haben wir im Endeffekt abgearbeitet, diese Bewegungstiefs hier unten liegen im Bereich 1,13. Das ist nicht mehr weit. Und es ist denkbar, wenn wir hier drunter laufen, unter diese Bewegungstiefs, dass sich dann eben die Abwärtsbewegung gegebenenfalls sogar etwas beschleunigen kann. Ich habe hier so ein paar Unterstützungen. Mehr habe ich noch gar nicht. Die müsste ich jetzt erstmal einzeichnen. Aber ich denke, so scharf läuft der Markt kommende Woche nicht. Wir haben hier das letzte Unterstützungsniveau im Bereich 1,11. Ja, aber grundlegend, auch hier können wir uns gleich auf den 4-Stunden-Chart anschauen, habe ich einen richtungsentscheidenden Bereich. Bruch der vorherigen Abwärtstiefs hier durchaus denkbar. Etwa ein etwas stärkerer Aufbau der Abwärtsamplitude ebenfalls denkbar. Und somit sind wir hier von der Abwärtsseite oder meiner Ansicht nach von der Abwärtsseite weiterhin aktiv. Und wenn wir uns das nochmal kurz aus der Vergangenheit anschauen, wir hatten Anfang des Jahres diese Schiebezone. Wir hatten dann in etwa aus Ende Mai, ja, schlussendlich eigentlich bis vor einer Woche, guten Woche, hier diese Schiebezone zwischendurch, zwar schon mal den ersten Rutsch hier auf der Unterseite, ja, in Richtung 1,13, dieses Tief, was jetzt interessant wird, dann aber wieder der Rücklauf in diese Schiebezone. Und jetzt kam hier der erneute Bruch auf der Unterseite. Und ich denke, dass es durchaus realistisch ist. Schaut euch den Rutsch Anfang des Jahres oder der Rutsch aus dem Seitwärtszonenbereich von Anfang des Jahres. Schaut euch diesen an. Dann hatten wir wieder eine lange, lange Phase der Abwärtsbewegung. Jetzt kam wieder der Bruch nach unten. Und hier ist es eben jetzt denkbar, dass wir so eine Abwärtsamplitude, wie wir sie dann Mitte des Jahres oder im zweiten Quartal des Jahres gesehen haben, dass sowas erneut auftreten kann, somit der Euro-US-Dollar weiter abgibt und hier durchaus weitere Bewegungstiefs denkbar sind. Und dafür gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart, schauen uns das Ganze dann an. Ich habe hier den richtungsentscheidenden Bereich in etwa in der Marke liegen 1,1475. Ja, das ist so ein markanter Bereich, der eben aus der vergangenen Handelswoche und auch aus den vorletzten Handelswochen nicht so uninteressant war, der hier mehrfach Unterstützung geboten hat, wo der Markt des Öfteren auch von der Unterseite jetzt vergangene Handelswoche mit kämpfte.
Und ich denke, wenn wir hier sauber darunter bleiben, ist eben mehr die Abwärtsseite interessant als die Aufwärtsseite. Wir haben ja jetzt hier aus dem 1,1820er Bereich diese letzte Amplitude auf der Abwärtsseite laufen. Ja, und zeichne ich nochmal ein. So sind jetzt in so einer leichten Erholung, aber es ist hier durchaus denkbar, selbst wenn wir noch ein Stück weiter hochlaufen. Und wenn wir das Bild, so wie ich es jetzt einzeichnen, denke, ist jedem klar, dass das ein sauberer Abwärtstrend ist. Ja, dass wir hier wirklich sauber abwärts laufen. Und wenn wir hier über den Bereich 1,1475 kommen, dass dann auch der Rücklauf in Richtung wieder mal, und das würde dann bestätigen, dass der Markt vielleicht doch noch nicht ganz trendreif ist, dass wir wieder in Richtung 1530 laufen, wieder in diese Seitwärtszone, wie ich sie eben eingezeichnet habe, laufen, entsprechend dann hier stark in Richtung 1620. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Für höher würde ich jetzt gar nicht davon ausgehen, denn die täglichen Tagesvolatilitäten sind im Euro-US-Dollar nach wie vor nicht extrem hoch. Bedeutet ja dann auch, dass die Wochenschwankung nicht so eine extreme darstellt und die vergangene Handelswoche ging ja aus dem Bereich 1530 hinab in den 1330er Bereich, also 200 Ticks. Ja, das ist eine Bewegung, die macht der Dow Jones am Vormittag von der generellen Punktebewegung. Ja, also die Volatilitäten Dow Jones und DAX sind um Welten höher als aktuell im Euro-US-Dollar. Also 200 Ticks hat der Euro-US-Dollar hier vergangene Woche abgearbeitet und das ist schon hoch für den Euro-US-Dollar aktuell. Und somit, ich gehe gar nicht mal großartig davon aus, dass jetzt hier extrem mehr an Wochenvolatilität aufkommt. Somit, wenn der Markt wirklich nach oben kommt, ja, 15,30, also Vorwochen Schlusskurs oder beziehungsweise Eröffnungskurs und vor letzter Woche Schlusskurs, durchaus realistisch, vielleicht noch so ein bisschen überpushen nach oben. Ich denke, 16,20 ist schon ein bisschen zu hoch gegriffen für die Woche. Nichtsdestotrotz ist hier die Möglichkeit der Aufwärtsseite wieder gegeben. Heißt nicht für mich persönlich, dass ich sie unbedingt handeln möchte. Ich bin mehr hier unten gewillt, die Abwärtsseite weiter zu handeln. Und wenn wir hier dann die Wochenschwankung ranpacken, ja, von etwa, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz 200 Punkte, sondern vielleicht so 150 bis 180 Punkte Schlusskurs. 1,14 in etwa setzen wir hier 150 Punkte ran, sind wir im Bereich 1,1250. Und das wäre in etwa das Unterstützungsniveau 1,1263, was wir hier unten haben. Also eine Bewegung auf der Unterseite. Und das wäre auch das, worauf ich primär eigentlich persönlich lieber setzen wollen würde, dass der Markt sich grundlegend in das nächste Unterstützungsniveau, also 1,13 auf der Unterseite, diese Bewegungstiefs hier durchschreitet und es dann schafft, in den 1,1260er Bereich zu laufen. Das ist so der grobe Gedanke des Euro-US-Dollars. Schauen wir abschließend aufs Gold. Gold konnte sich genau wie angenommen in der vergangenen Trading-Wochenanalyse an das nächste Widerstandsniveau wirklich, also wirklich kämpfen. Ja, also wirklich der Goldpreis brauchte da wirklich sehr, sehr viel Zeit für. Er kam immer wieder zurück, bot natürlich somit immer wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten in Richtung des Wochenziels 1241, ist jetzt grundsätzlich damit an einem extrem wichtigen Bereich. Und wir starten auch hier im Tageschart, denn grundsätzlich wissen wir, Gold ist abwärts tendierend unterwegs. Bedeutet ja auch, dass ich hier unten eigentlich viel lieber immer so die Abwärtsseite hätte handeln wollen. In der vergangenen Handelswoche zeigte sich dann aber auch nicht nur in der vergangenen Handelswoche, sondern in den Wochen davor mit dem Rutsch nach oben vorletzte Handelswoche, ja, war dann natürlich auch die Analyse für die vergangene Handelswoche erstmal auf der Aufwärtsseite, etwas defensiverer Natur vom Ziel und der Bruch oberhalb des 12.006er Bereichs hier läutete erstmal auch diesen Erholungscharakter fürs Gold ein. Also hier unten war ich immer noch von der Analyse auf der Abwärtsseite, führte allerdings dazu, dass ich sehr, sehr wenig gehandelt habe, weil wir hatten auch hier ähnlich wie im Euro-US-Dollar so 1, 2, 3, ähnlich wie im Euro-US-Dollar so eine Seitwärtszone. Ja, zwischen 12.06 und 11.94 war das hier unten, wo der Markt sich extrem lange drin aufhielt. Und jetzt kommt ein bisschen Volatilität, jetzt kommt Bewegung in den Markt, leider nicht auf der Unterseite, sondern auf der Oberseite und sorgt natürlich schnell dafür, dass ich dann eben auch meine Bewegungen auf der Abwärtsseite natürlich nicht mehr favorisiere, sondern relativ schnell dann auch meine Gedanken auf die Longseite lenkte. Und das zeigte in der vergangenen Handelswoche dann eben auch positive Ergebnisse. Und jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal an. Schaut mal hier auf dem Tageschart. Es ist in dem Bereich 12,41 ein markanter, wirklich markanter Tiefpunkt aus dem Jahre 2017, der natürlich schlussendlich dazu führte, dass ich hier auch mein Ziel hingelegt habe, dass dieses Tief realistisch erreicht werden kann, aber
markante Punkte aus der Vergangenheit sind auch oft markante Punkte für die Zukunft. Und da hatten wir in der Vergangenheit dann eben auch dieses Tief, wir hatten dieses Tief, wir haben jetzt das Tief und wir haben als nächstes natürlich hier oben diesen wichtigen Bereich, der 2017 und auch dieses Jahr interessant war, das ist dann der 1263er Bereich, der natürlich auf der Oberseite auch das übergeordnet nächste Ziel darstellt. Aber es ist nicht auszuschließen und somit haben wir jetzt im Euro, im Gold so eine kleine Zwitter-Situation. Es ist zum einen, ich möchte nicht prozentuale Wahrscheinlichkeiten aussprechen, aber es ist nicht auszuschließen, dass jetzt dieses angelaufene Tief, also ein wirklich markantes Widerstandslevel dazu führt, dass wir hier erstmal wieder eine Korrektur sehen. Ob diese Korrektur auf der Unterseite sich schlussendlich dann wieder in eine Abwärtstendenz ummünzt, das weiß ich auch an dieser Stelle nicht. Aber es ist eben nicht auszuschließen, da oben in dem Level 1241, dass der Markt erstmal so ein bisschen schwächelt. Inwieweit er sich das eben ausbaut, werden wir sehen. Somit bin ich hier oben nicht gewillt, erstmal nicht gewillt zu kaufen, sondern vielleicht sogar erstmal zu verkaufen. Mal gucken, wie weit uns das dann führt. Und erst wenn wir leichte Abgaben sehen, bin ich, obwohl der Markt eigentlich long erholungstendierend ist, erst wenn wir leichte Abgaben sehen, bin ich gewillt, dann auch wieder zu kaufen. Das ist jetzt erstmal nur das übergeordnete Bild. Also hier leichte Abgaben, wieder mit dem Gedanken dann als nächstes, dass der Markt zurück an die 1241 läuft oder dann eben, auch wenn er wirklich stark ist, dann auch weiter langsam, und das müssen wir uns gleich aber nochmal anschauen, langsam in Richtung 1263 wandert. So, also Zwitter-Situation, Vorsicht geboten, Gold sowieso in den letzten Wochen und Monaten immer sehr, sehr tricky unterwegs. Wir schieben das Bild jetzt mal ein wenig auseinander und da sehen wir den Kampf der vergangenen Handelswoche. Immer wieder mal Pushs nach oben, Abgabe. Push nach oben, Abgabe, Push nach oben, Abgabe, Push nach oben, Abgabe, und schlussendlich hat er sich wirklich kämpfen müssen in den Zielbereich 1241. Und jetzt sind wir hier schon mit einer kleinen Gegenbewegung in diesem Widerstandsniveau am Laufen. Ich habe auch hier einen richtungsentscheidenden Bereich erstmal eingezeichnet. Also das Bild, dieser richtungsentscheidende Bereich, der wird im Prinzip in diesem Bild hier aufgebaut. Weil schlussendlich ist die 4-Stunden-Basis für mich auch die Basis, worauf ich wirklich die etwas detailliertere Analyse mache für mein Daytrading. Ja, die Blicke immer auf den Tages- und Wochenchart bilden wirklich das große Big Picture, das übergeordnete Bild. Und der Blick auf den 4-Stunden-Chart, der verrät natürlich nochmal etwas mehr Details. Und wie gesagt, wir wissen, 1241 kann erstmal für Gegenbewegung sorgen, was hier natürlich auch zu nächsten Abgaben erstmal führen könnte. Und wenn wir hier ein bisschen mehr Abgaben sehen, wenn er sich auch mal wieder so ein bisschen aus, auf gut Deutsch, auskotzt auf der Unterseite, ja, was er hier jetzt schon anfängt, vielleicht Montag wirklich auch nochmal in den Bereich, also er sollte schon wenigstens in Richtung 1225 laufen. Also, dass man in diesem Niveau vielleicht schon mal vorsichtig, ja, wenn der Markt wirklich weiter stark ist, vielleicht schon mal anfängt, mal vorsichtig zu kaufen, noch interessanter in diesem Bereich. Das sind so zwei Levels, wo ich sagen würde, okay, hier kann man es mal vorsichtig auf der Long-Seite versuchen, mit dem Gedanken, dass er wirklich extrem stark ist, der Goldpreis, und dann schnell wieder in Richtung 1241 läuft, beziehungsweise dann auch neue Bewegungstiefs, Bewegungshochs ausbaut. Es ist aber nicht auszuschließen. Und deswegen bin ich hier nach wie vor erstmal so ein bisschen vorsichtig, muss auch immer von Tag zu Tag neu entscheiden. Also wir können gerne auch in den Livestreams immer wieder mal ein bisschen detaillierter auf den Goldpreis schauen. Ich muss mir das wirklich detailliert anschauen, denn wie gesagt, aufwärts denkbar, abwärts genauso denkbar durch diesen wichtigen Widerstandsbereich, den wir dort oben an der 1241 anlaufen. Und auch dieser 1206er Bereich, also dieses Ausbruchslevel aus dieser ewigen Seitwärtszone, der kann natürlich angelaufen werden. Was da bedeutet, wenn wir hier so in etwa 1220 auf der Unterseite durchschreiten, würde ich sogar dann eben hier mal die Abwärtsseite versuchen und vielleicht auch hier oben. Also es ist jetzt ein bisschen blöd und das klingt wahrscheinlich, der Klebe weiß gar nicht, was er handeln soll. Schlussendlich könnte ich nächste Woche im Gold beide Richtungen handeln. Ja, weil es ist genauso wahrscheinlich, dass er nach unten pusht, wie er nach oben pusht und mit Volatilität das teilweise macht, weil er auch in der vergangenen Handelswoche Volatilität gezeigt hat. Schlussendlich ist es dann eben nur wichtig, dass wir eben verkaufen, wenn der Markt etwas auf der Oberseite drückt, so wie es in der vergangenen Handelswoche auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Der Markt drückt nach oben, gibt einem Chancen auf der Unterseite. Ja, der Markt läuft nach unten, gibt einem Chancen auf der Oberseite. Ja, der Markt läuft nach unten, gibt einem Chancen auf der
Unterseite. Also er läuft sehr, sehr volatil und so denke ich, geht das Bild auch weiter. Was bedeutet, wenn der Markt etwas nach oben drückt, an kleine untergeordnete Widerstände, kann man es auf der Abwärtsseite versuchen. Und hier eben auch sogar mit dem Gedanken, dass er vielleicht sogar ein Stück tiefer dippt. Was dann dazu führt, dass ich trotz des generellen jetzt Erholungscharakters vielleicht sogar mal die Abwärtsseite etwas laufen lasse in entsprechende Kernunterstützungsniveaus. Und in den Kernunterstützungsniveaus, also wenn der Markt etwas abgibt, dann auch wieder auf die Aufwärtsseite pushe. Wir werden uns das in den täglichen Analysen etwas anschauen. Wir werden auch in der nächsten Trading-Woche-Analyse das Bild uns wieder anschauen. Vielleicht ergibt sich dann ein etwas besseres Bild. Und ich denke, dass es nicht auszuschließen ist. Wie gesagt, hier nochmal wenigstens den Rücklauf oder sogar an die 12.06 hier runter. Ja, kommende Handelswoche. Und dann sind wir vielleicht hier unten und dann wird der Aufwärtscharakter übergeordnet spätestens hier unten erstmal wieder interessant. Ja, wenn nicht sogar in diesem Bereich. Also Twitter-Situationen lassen sich schwer vorhersagen. Man muss situativ entscheiden, um hier eben entsprechende Entscheidungen zu treffen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Trading-Wochenanalyse, DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Meine Basis für den Wochenhandel der kommenden Handelswoche. Wir haben ja teilweise, habe ich auch anfänglich vergessen zu sagen, am Mittwoch noch so einen halben Feiertag, der allerdings vom Börsenhandel erstmal nicht so gravierend wahrgenommen werden sollte. Denn ich denke, dass auch am Mittwoch, wo eben teils in Deutschland Feiertag ist, erstmal die Börsen sowieso laufen und dann eben auch es, denke ich, nicht so gravierend in der Volatilität zu spüren ist. Nichtsdestotrotz ist es bei mir hier in Berlin-Brandenburg auf jeden Fall ein Feiertag. Heißt aber, ich arbeite, weil die Börsen natürlich laufen und ich ja natürlich trotzdem auf den Markt entsprechend schaue. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch in meinen Livestreams mit dabei seid, wenn ihr vom Chris Kämmerer das Devisenradar euch anschaut, wenn ihr natürlich generell die Webinare euch anschaut hier von JFT Brokers. Wir wirklich versuchen euch eben täglich hier Input zu geben, Austauschmöglichkeiten zu geben von Ideen mit dem Charakter, dass man eben auch einen kleinen Lerneffekt hat. Also ich versuche hier eben und auch der Chris natürlich das Bestmögliche zu geben und freuen uns dabei, wenn ihr natürlich mit dabei seid in diesem Sinne. Good Trades und Mega Trading. Bis zum Montag im Livestream. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.